Ein herzerfrischendes Moin Moin und willkommen zurück bei Anno 1800 mit eurem Anno-Ball. Ja, Anno-Ball. So, Hannibal. So, ja, in der letzten Folge haben wir noch ein bisschen hier ausgebaut. Es ist sehr viel noch zu tun. Aber wir haben im Moment nicht wirklich die Holzkapazität. Ja. Bau eines Schiffs beendet. Die Andi ist fertig. So. Die Annie. Die Annie ist fertig. So. Das ist fertig. Und wir können aktuell produzieren wir einen ziemlichen Überschuss noch an Schnaps. Den produzieren wir und er passt auch auf der Route hin und alles. Der passt schon. Wir müssen jetzt einfach nur... Ja, wir brauchen... Besucherkai, Reparaturkran und Langanlegestelle. Ja, dafür bräuchten wir 250 Handwerker. Natürlich, ich kann das hier ausbauen, ne? So. Ist die Kühner Kobold. Die beiden sind nicht auf einer Route unterwegs, ne? Die sind nicht auf einer Route unterwegs. Sind beides Schoner. Jo. Haben wir im Moment nicht. Fenster und so weiter haben wir im Moment nicht. Können wir also nicht machen. Was haben wir denn hier? Wir können aber die Schule schon mal ausbauen. Mal gucken, wo noch Stahl hier fehlt. Auf der Stahlinsel. Ausbauen. So. Sie haben ein neues Zwischenziel erreicht. Neuer Stadtstatus. Stadt. Herzlichen Glückwunsch. Es ist eine Stadt. Ja, wir können einen Zoo bauen. Rum. Ja. Zuckerrohrplantage. Jornaleros. Ja, das ist wahrscheinlich in der Expedition in der neuen Welt. Pelzmäntel, Hospital und so weiter. Das ist noch alles freizuschalten. Jo. So. Was haben wir denn hier, Leute? Retten Sie mich aus dieser quälenden Ratlosigkeit. Selbst mit eurer Hilfe wird es kaum gelingen. Ja, helfen Sie. Foto machen von der Schule. Von der Schule soll ich ein Foto machen? Bitte schön, ein Foto von der Schule. Ja, ja. Super. Dann haben wir doch wieder mal ein bisschen was geschafft. Für den ersten Schultag haben wir die Schulen vorbereitet. So, und... Ich mag am liebsten eigentlich diese Perspektive. So. Machen wir das schon am liebsten. Wenn das einfach so ein bisschen ausgerichtet ist. So. Ja, immer diese Ausrichtungssache. Auf die Minute. Wie immer. Ja, ja. Sind Sie sicher? Natürlich sind Sie sicher. So. Die Waffenruhe wurde beendet. Gelddruckmaschine. Muss, werde ich es anordnen.
sowas. Die Menge ist kein gutes Versteck. Im Falle eines Aufstandes müssen alle auf. Ja, so. Leck. Veröffentlichen, bitteschön. Seit Jahrhunderten wird der Zorn der einfachen Leute kanalisiert. Mhm. Klingt großartig. So, Feuerwache. Sie haben an Einfluss gewonnen. Jetzt müssen wir mal schauen. Spielstand gespeichert. Feuerwache. Dieser Rauch. Ich sehe die Hand vor Augen nicht mehr. Okay. Randwahrscheinlichkeit hoch. So. Da haben wir schon mal ein bisschen. Wie sieht es denn generell mit der Feuerwache aus? Wir haben doch überall Feuerwachen. Fast an jedem Klo steht hier eine Feuerwache bereit. Brandwahrscheinlichkeit gering. Mäßig. So, er muss dann umziehen. Er zieht jetzt die Feuerwache hin. So. Was ist schon perfekt? Mhm. So. Lassen Sie hochleben. Das Erntedankfest. Schön. Fehlende Waren, Fisch, kann gar nicht sein. Fisch ist bis zum Anschlag in den Kontoren drin. So. Also Fisch haben wir bis zum Anschlag in den Kontoren. Da halt noch eine Feuerwache hin. Ist mir auch egal. So. Damit die Feuerwahrscheinlichkeit in dieser Stadt sinkt. So, hier haben wir das fröhliche Handwerkerviertel. Ja. Nähmaschine. Wie werden denn Nähmaschinen hergestellt? Ja, das ist ja nicht das Problem. Ne? Nähmaschinen könnten wir auf der anderen Seite bauen. Müssen wir nur die Glashütten mal hier hochziehen. So. Ich bräuchte ein zweites Paar Hände. Ganz schön knifflig im Moment. Mhm. Kein Lagerhaus. Wo sollen wir den ganzen Kram hinbringen? So, da könnt ihr ihn bringen. Kommt nämlich Lagerhaus direkt daneben noch. So, seid ihr jetzt zufrieden? So, jetzt hoffe ich mal, dass unsere Leute hier endlich mal zufrieden sind. Ja, die Nähmaschinenfabrik. So, was ist denn...
Fensterfabrik. Null. So. Die Konservenfabrik, die brauchen wir noch nicht mal anschmeißen. Arbeitskraft kritisch. Fehlende Handwerker, Arbeitskraft. Betrachten Sie es als Vertrauensbeweis. So. Dann sind wir schon. Zerstören Sie die Fregatte. Erster Klasse. Spielstand gespeichert. Feuer frei! Ja, dann jagt mal das Schiff hier. Müssen wir noch eine Fregatte bauen. Oder? Ach ja, müssen wir mal schauen. Generell mal gucken, dass wir hier auch wieder Sachen von der Insel zu der anderen Insel rüberkarren. So. Haben wir denn da auf den Routen? Ja, da werden Ziegelsteine. Was ist denn da das Problem? Okay. Diese Ware ist leer. Kann ich mir nicht vorstellen. Wer verbrennt denn Ziegelsteine? Wir haben ja auch nichts, was Ziegelsteine verbrennt. Müsste doch eigentlich jetzt hochgehen. Naja. Warten wir mal ab. Ja, das ist alles mal so einigermaßen gut aufgestellt hier. So, Hopfen, Malz. Schauen wir mal, wie es hier aussieht. Mit Hopfen und Malz. Was haben wir denn da? Was ist denn? Oh, mal fertig hier. So. Hopfen geht nach oben. Malz könnten wir herstellen. Dann könnten wir auch Bier auf der Insel brauen. Mal überlegen. So. Was ist denn generell, ist denn die Lagerfläche denn soweit ganz gut unterwegs? Seife ist gut. Natürlich, das ist jetzt die intensivste Stufe überhaupt, die wir im Moment haben. Schiff unter Beschuss. Krass.
So. Na komm, dann liefern wir mal den Beweis der Zerstörung, die wir angerichtet haben. So. An die Segel und Brassen. Die Waffenruhe wurde beendet. Wollen wir mal gucken, müsste ja eigentlich jetzt... Schoner steht bereit. Ein Konkurrent hat eine Siedlung errichtet. So. Routen. Okay. Spielstand gespeichert. So, das haben wir doch. Wo haben wir denn jemanden, der hier die Paprika hätte? Sieh dir an, was? Hier sind auch Paprika im Angebot. Aktienanteile. Ach ja. Das mit dem Schlüssel und dem Geld wäre gar kein Fluch. Hat aber keine, kein Hopp, kein Hoppika Angebot auf so einer Kackinsel hier. Müssen wir mal schauen. Wie ist der denn aufgestellt? Militär ist der besser aufgestellt als ich. Wirtschaftlich. Oh. Ist der nicht so unterwegs. Militärisch ist sie mir. Barrel of Mara ist mir militärisch weit überlegen. Ah, die Prinzessin. Ja, doppelt so stark. Da muss ich eher den Willi mal aus dem Weg kriegen. Den Willi. Ja. Linienschiff. Was brauchen wir für das Linienschiff? 30 Kanonen. Mit 36 Kanonen. Bordkanonen auf jeder Seite. Frohe Distanz eher unpräzise. Ja. Das könnte natürlich. Waren Ihre Nachforschungen ein echter Gesetzeshüter? Einsatzbereit. So. Was hast du denn im Angebot? Du regelst das, und zwar endgültig. Es ist nur ein kleiner Gefallen. Auf die alte Dame ist Verlass. So, und die alte Dame hier, die Annie. Schiff eskortieren. So. Du sollst das Schiff eskortieren, dann eskortieren wir das Schiff. Ja. Oldwerb mangelt es an Arbeitskraft. Ich erst hier. Meine Vögelchen hätten das längst erledigt. Ja, ja, deine Vögelchen. Du hast auch einen Vogel, Madame. Müssen wir so mal gucken, ob wir ja mal ein paar Kanonen auf die Insel kriegen.
So richtig große, fette Kanonen. So. So, was ist das? Ja, was ist das denn jetzt? Spielstand gespeichert. Ja, das ist doch alles in Ordnung. Da ist doch eigentlich alles da. Es mangelt an Arbeitskraft. Neue Befehle, Admiral. Auf Kurs halten! So. So, bringen Sie das Schiff in die Nähe des Seeschiffes, um den Geleitschutz zu beginnen. Fregatte beginnt Geleitschutz. So. Ja, die kosten zu viel. Muss man mal schauen, ob da unten irgendwo noch eine Insel kriecht und fleucht, wo wir das herkriegen können. Es ist doch da. Was ist mit meinem Gefallen? Meine Vögelchen hätten das längst erledigt. So, Aufgabendetails. Okay. Ist doch eigentlich da. Wie viele Schiffe brauche ich denn da bitte sehr für? Was willst du denn da von mir? Ich bin auch da. Neue Befehle, Admiral. Segel setzen! Ja, dann beweg deinen Schrotthaufen. Irgendwie ist die Escort-Mission gerade für die Tonne. Ja, es ist auf jeden Fall, mein Schiff steht bereit. Keine Ahnung, was das Problem ist. Ansonsten ist hier auch irgendwas mit der Route nicht in Ordnung, obwohl auf der Route genug da ist. So. So, Entschuldigung, jetzt bin ich mal kurz ans Mikrofon gekommen, jetzt wackelt das Ding hier ein bisschen. So, und ruhig. Nee, ich weiß nicht, was das soll. Ich verstehe es auch gerade nicht. Ganz ehrlich, ich verstehe es nicht. Wo das Problem ist, da was zu transportieren. Die Lehmgrube ist auf voller Produktion. Ja. Eine Minute. Lagerhaus. Lehm ist noch nicht mal im Überschuss da.
Lehm haben wir nicht mal einen Überschuss. Naja. Wir helfen, wo wir können. Also irgendwas stimmt doch hier nicht. So. Mhm. Kosten die über eine 508.000. Beryl O'Mara. Wie würde denn hier die Übernahme kosten? 655.000. Naja, wollen wir mal schauen. Ich weiß nicht, was das soll. Schoner steht bereit. Ja, jetzt kommt endlich mal, kommen endlich mal wieder Steine ans Land. So. Aber ganz ehrlich, wir sind am Ende der Folge angelangt und ich sag bis demnächst, euer Hannibal. Ciao.